einfach nur ein Fuchs als Titel. Na gut, da schauen wir jetzt mal rein. Was sagt denn jetzt der Allerechte zu Mimis Video? Ja, moin Leute, Apus auf Trockner, schaut mal vorne weiter wieder mit einem weiteren Vlog. Freunde, was? Was? Ich wollte gerade vorschlagen, sollen wir 1,5 Geschwindigkeit machen, aber nee. Okay, vielleicht doch lieber nicht. Einfach Rap-Gott rauskommen. Ich glaube, das angebliche Gerücht, dass nach Istanbul geflüchtet sei. Oh mein Gott, was wieder für ein Müll über mich erzählen wird, ist ja unglaublich, Freunde. Wird einfach easy ignoriert, Freunde, ganz entspannt. Muss ja nicht auf jede scheiße Stellung beziehen, die aber gar keinen Sinn macht. Naja, auf jeden Fall, Freunde, was auf jeden Fall sehr interessant ist, okay? Ein Insolvenzantrag gegen Apo, Idee, was ist denn da los? Du hast doch erzählt, du bist Multitrilliardär, hast uns einfach alle angeschnackt. Na. Freunde, ganz ruhig jetzt erstmal hier, okay? Ihr müsst euch erstmal vorstellen, ich bin seit 10 Jahren ungefähr selbstständig in Deutschland, okay? Und man kennt es, Freunde, es ist eine ganz klare und keine umstrittene Sache. Deutschland und Bürokratie ist wirklich Kopfschmerzen seinem Vater. Es ist nicht umstritten. Nein, gar nicht. Als ich 5, 6 Monate in Istanbul war, ist mir das behindert bewusst geworden, okay? Ich meine, Digga, ich zahle einfach fast ein Taui Privatkrankenkasse, weil einfach so ein Mitarbeiter bei der Sparkasse mich damals gekrabst und gehopst hat und er meinte, Red, vertrau mir, du bist ja nicht privatversichert, du musst das machen, lohnt sich um mal, ey, ich mache hier Prozente und so. Am Ende, Digga, ich zahle fast ein Taui, mein Kollege zahlt 200 Euro auch als Selbstständiger und ich komme einfach aus meinem Vertrag nicht raus. Da fühle ich mich wirklich wie abgezogen. Es ist ja offiziell keine Abzieherei. Er kommt aus seinem Vertrag nicht raus? In der Krankenkasse? Wie kommt der denn aus seinem Vertrag nicht raus? Aber wenn du Multimillionär bist, dann hol dir einen Anwalt und der holt dich aus deinem Vertrag raus, wenn du es selbst nicht auf die Reihe kriegst, zu schreiben, hiermit möchte ich kündigen. Gezeichnet APO-RD der Allerechte senden. Das ist eine E-Mail, beziehungsweise ein Brief. Muss halt eine Unterschrift drunter sein, das war's. Ich meine, Versicherungen sind jetzt auch keine Telefonverträge oder sowas. Also, du schreibst da halt einfach eine Nachricht hin. Ende. Von der Versicherung, aber ich so dumm wie ich war, es fühlt sich an wie eine Abzieherei, okay? Unabhängig davon, dass man irgendwie 50% immer Steuern abdrückt, weil man kennt es ja auf Großfamilie angelehnt. Unabhängig davon, dass man gefühlt alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln muss und seine Buchhaltung wechseln muss, weil die halt einfach nicht arbeiten hier. Ich habe seit 5 Jahren die gleiche Steuerberaterin. Man ist nur mit Kopfschmerzen hier am Start. Und ich dachte mir, ja, vielleicht machst du irgendwie was falsch, Junge. Komm, kein Bock mehr. Gar keinen Bock mehr, reicht doch wirklich, ne? Einfach den ganzen Hasen ins Ausland anmelden, keine Kopfschmerzen, alles easy peasy. Man hatte einen Kollegen, die machen es ja auch so, die haben keine Kopfschmerzen, alles chico. Und jetzt ist aber das Problem, seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, habt ihr aber deutsche Steuerrechte und die deutschen Kopfschmerzen. Das nennt man dann Auswandern, das hat er korrekt erkannt. Ist scheißegal, ob ihr euer Geschäft in Malta, Afghanistan oder sonst wo angemeldet habt, das ist scheißegal. Ja, es geht um die Einkommensteuer. Wenn du dein Geschäft im Ausland anmeldest, führst du die Umsatzsteuer in diesem Land ab, denn dort kaufen die Leute ja bei dir ein, sozusagen. Aber du als privater Bürger, das, was an Gewinn am Ende übrig bleibt, was du als privater Mensch in deine Einkommenskasse, nicht dein Unternehmen, deine Einkommenskasse, das musst du in Deutschland bezahlen. Die deutsche Einkommenssteuer, weil du deutscher Staatsbürger bist. Und wenn du mehr als 6 Monate hier lebst, ja, dann bist du deutscher Staatsbürger und musst deutsche Einkommenssteuer sein. Ergibt ja Sinn. Hier lebst du ja. Du nutzt hier die Straße, du nutzt hier die Verkehrswege, du spülst hier deine Toiletten und so weiter und so weiter. Ist klar, dass du dann hier deine Steuern zahlst, oder? Das ist länger als 6 Monate in Deutschland. Ist der Hase halt einfach so. So, wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach auswandert und vor seiner Steuerschuld einfach flüchtet. Den Insi-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne? Den Insi-Modus. Geil. Ist schon okay. Ein stronges Wort. Also den Insi-Modus aktiviert. Einmal den Insi-Mode aktiviert. Warte, wir müssen weiter gucken. Aber er hat doch jetzt gerade gesagt, wir melden hier in Deutschland Insolvenz an. Wir behaupten, wir hätten nichts. Verpissen uns ins Ausland mit unseren ganzen Millionen und chillen da auf unser Leben. Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn. Ist nicht genau deswegen Boris Becker gerade im Knast? Hat ist das genau exakt so das? Exakt das? Der ist nach in die UK abgehauen, sitzt jetzt in der UK im Knast. Wegen genau der gleichen Geschichte, von der ApoRed jetzt sagt, ey Leute, Insi-Modus, Leute, könnt euch den Hasen. Wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Und Alter! Wie gut er sich da gerade selber reinkillt. Alter, also das ist schon sehr hart, das einfach in einem YouTube-Video zu erzählen. Heftig. Oha, ey. Und ja, sorry, tut mir leid, wenn ich ein Fuchs bin und wenn ich schlau bin und wenn ich das einfach mache. Das ist ja, genau. Wenn der Dunning-Krüger-Effekt so richtig reinkickt, ne? Wenn du glaubst, du bist einfach so. Peak von Mount Steve. Ja, Mann. Wenn du glaubst, du bist einfach so dieser andere Fuchs. Ach du Kacke, ey. No Fuchs given this day. Ja. Oh. Aber, Digga, gar keinen Bock. Deswegen ist der Videotitel auch ein Fuchs.
man kann es ja sehen, wie man will. Ich sehe es so, ganz entspannt, wo man sich jetzt dachte... Nee, man kann das nicht sehen, wie man will. Nee. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, wie man das zu sehen hat. Kosten nicht klar, wo ich mir denke, welche Kosten? Wo? Man sieht doch bei Instagram, was für ein Lifestyle ich führe. Hä? Junge, ich zock den ganzen Tag, schaue Animes, ich gehe nicht feiern, ich trinke keine Drogen. Mein Lifestyle ist so, ich könnte mit 5 Euro im Monat gefühlt klarkommen, okay? Das ist mein Lifestyle, ob ich jetzt 10 Millionen Euro zur Verfügung habe oder 5 Euro zur Verfügung habe. Mit 5 Euro. Ja, das ist eine Übertreibung. Ist eine Hyperbel. Ist eine Hyperbel. Stil mit. Okay, nehme ich mit. Der wird sich auch nicht ändern. Und in der Grenze könnte man sich denken, ja, du laberst doch, du gibst doch jeden Tag 1 Million Euro für Schuhe und Klamotten aus. Hä, wer sagt das? Ich krieg doch die ganzen Sachen in der Regel immer geschenkt. Plus noch mal Geld sogar oben drauf. Hä? Bruder, ich bin apro AD. Sneaker und Klamotten habe ich auch so oder so schon durchgespielt. Wenn ich mir die Sneaker von heutzutage reinziehe, die alle rauskommen, ich schwör's, ich finde die alle uninteressant. Das ist so dieses typische Apro-Red-Gelaber. Um gegen zu argumentieren, dass er nicht viel Geld ausgibt, fängt er an zu argumentieren, ich finde das hässlich, das ist nicht mein Geschmack, bla bla bla. Genau wie damals bei dieser Sylvie-Thematik, wo es hieß, er habe sie sexuell belästigt, wo er dann einfach raushaut, Digga, die dreckige, hässliche, wo ist meine Zange? Da, nicht mal mit meiner Zange würde ich die dreckige anfassen. So, das ist so dieses klassische Lügen 101, wenn du völlig überzogen argumentierst und begründest, warum du niemals, never ever etwas tun würdest, weil das nicht mal in deinem Interessengebiet ist. Oder, ja, ich würde Frauen sowieso auch niemals sexuell angehen, weil ich bin voll strenggläubiger Moslem und in meiner Kultur ist das so, ich traue mich nicht mal, die zum Arm. So komplett übertrieben. Weißt du, was ich meine? Ah, oh, das regt mich immer so auf. Juckt doch keinen jetzt, wie du die Sneaker von heutzutage findest. Wer hat gefragt danach? Das ist nicht Thema der Sache. Das ist doch komplett auch so richtige First World Kack-Problems. Ja. Durchgespielt. Es kommt allerhöchstens mal ein paar Sneaker vielleicht mal im Jahr raus. Als wäre das so seine Welt, so. Sein ganzes Weltbild basiert auf Sneaker und Klamotten. Ist doch völlig irrelevant, darum geht's nicht. Das ist nicht Thema der Sache. Das war auch nicht Thema von Mimis Video, dass du jetzt ein Statement machst dazu. Niemand hat danach gefragt, wie findest du aktuell Sneaker? Meinst du, also er bezieht sich doch nicht auf Mimi, oder? Doch, das ist ja im Prinzip ein Antwortvideo. Mimi hat es ja ausgelöst mit seinem Video, sodass jetzt alle ihn danach gefragt haben und deswegen dieses Statement. So verstehe ich das jetzt. Vielleicht vorhin, Klamottentechnik kommt gefühlt nur Müll raus, da finde ich nur Streetwear relativ interessant. Wer hat gefragt? Ist halt einfach der Fall, Freunde. Das heißt, wenn irgendwie so ein dummer, missgünstiger Penner sich jetzt dachte, oh geil, jetzt wird Apo Red da vorne gleich an der Straße liegen, halb tot am Verhungern, kannst du das nächste Brötchen bei der Bäckerei nicht leisten, den musst du leider enttäuschen. Mich wirst du leider dennoch in einem 120.000 Euro 600 PS breit gebauten Range Rover rumcruisen. Oh Mann, ey. Sehen, ganz entspannt und ganz locker Schmogger und hab dann einfach wahrscheinlich durch meinen smarten Move ein paar 100 Ks im Jahr gespart. So sieht es am Ende des Tages wahrscheinlich aus. Ja, smarter Weiß Move. Weiß ich nicht, Digga. Also jetzt nochmal, er haut jetzt wirklich nochmal raus, ich spare Hunderttausende von Euros dadurch, dass ich Steuerbetrug begehe. Schwierig. Und das Gesparte. Beziehungsweise Insolvenzbetrug. Sehr schwierig. Und das Gesparte was? Das Geld würde ich ganz entspannt in Apo-AED-Manier ausgeben. Für die Leute, die es interessiert, wie ich das ausgeben würde. Ja, also für mich selber ist halt wie gesagt nicht viel. Ich spende dann einen größeren Teil eher für bedürftige Menschen. Mhm. Wichtig. Wichtig. Mhm. Und ein Teil geht auch an meine eigene Großfamilie und nicht an Großfamilie Papa Staat. 50%. Und ein Teil wird dann einfach zur Seite gelegt, ne? Für Immobilien in der Türkei oder sonst wo, ganz entspannt. Ich kaufe mir Immobilien, aber hier in Deutschland bin ich insolvent, habe einfach gar nichts, keine Wertgüter. Ich bin einfach mega froh, dass ich mit deutscher Bürokratie aber nichts mehr zu tun habe. Einfach Stressfaktor locker um 40% minimiert, ganz entspannt. Kommen wir aber... Weiß ich nicht, ob das jetzt so den Stressfaktor minimiert, dieses Video. Nicht gut gealtert, diese Aussage. Innerhalb von einer halben Sekunde nicht gut gealtert. Nicht gut gealtert. Also im ersten Sehr Thema, gut. Und zwar Thema Gewinnspiel. Es kursiert ja das unlogische, dumme Gerücht, dass ich mein Gewinnspiel jemanden gescammt habe. Es ist kein Gerücht, es ist ein Fakt, dass du in Gewinnspielen gescammt hast. Du hast was im Wert von über 10.000 Euro verlost. Gewinner wurden ausgewählt. Kein Gewinner hat was erhalten, dass der Bank Gewinnspiel betrug. Das ist kein Gerücht, das ist ein Fakt. Ich habe vorher gesagt, dass ich bei Gewinnspielen nur mit seriösen Firmen arbeiten will. Das heißt, wenn jetzt so ein Horst von der Ecke kommt und sagt, ey, lass mein Gewinnspiel machen mit 5 Bier, klar, da schreibt er keine Seriosität aus, okay? Jetzt wird aber als Beispiel genommen für den angeblichen Scam das Gewinnspiel mit der Firma Level Up Germany, okay? Der Kontakt kam durch einen Freund, der selber Geschäftsmann ist. Level Up Germany ist eine GmbH, habe ich erstmal gesehen, okay? Das heißt, eine Gesellschaft war noch... Eine GmbH, deren Website nicht mal mehr online ist. Mehrere Leute drin und die haben 25.000 Euro, ne? Erstmal als Stammkapital eingetragen und das Ganze notariell beglaubigt, ne? Deswegen auch eine GmbH. Das heißt, es klingt erstmal sehr, sehr... Also er hat gerade erklärt, was eine GmbH ist. Wer hat gefragt?
Seriös. Okay, der ganze Kontakt war nicht nur über WhatsApp und E-Mail oder was auch immer, sondern wir hatten auch ein Geschäftsessen gehabt, okay? Und bei dem Geschäftsessen war da auch der Vertrag. Alles sieht clean, alles sauber. Ne? Ich kriege als Beispiel den Betrag X, minimal 5.000 Euro, das ganze Gewinnspiel wird gemacht und die haben diese Partner und Traloli. Ich denke so, okay, alles easy. Am nächsten Tag haben die den ganzen Gewinne mitgebracht. Da war PS5 dabei, da war hier dabei, ihr kennt auch die ganzen Gewinnspiele. Es wurde dann ein Foto gemacht, das war dann dieses Foto hier, okay? Und ich denke mir so, okay, alles chico. Die ganzen Gewinne wurden dann ausgelost auf deren Instagram-Seite über die Live-Funktion. Das Ganze easy und transparent. Da durfte ich sogar eine Seite auswählen, mit dem das ganze Gewinnspiel auch getrackt worden ist und dann 10 Gewinne ausgelost worden sind. Da wusste ich auch, okay, Digga, da wird nicht gecheatet. Da wird einfach random 10 Leute ausgewählt von allen, die mitgemacht haben. Okay, alles fresh. Ja, aber die müssen das dann ja auch erhalten. Ich denke mir, okay, da kann auch gar nicht schieflaufen. Und jetzt kommt der eklige Punkt. Und zwar kommt eine Zeit darauf hin, ein Freund von mir, der Adi, und meinte, ey, einer der Gewinner hat Kontakt mit mir aufgenommen, über Discord war das, glaube ich. Und dann meinte er, hat seinen Gewinn nicht bekommen. Ich denke so, was? Und dann habe ich gesagt, ey, wie heißt der denn auf Instagram? Dann habe ich mit denen auf Instagram geschrieben, der hieß irgendwas mit IDR, das war einer der Gewinner. Und der meinte zu mir, ja, ich habe leider meinen Gewinn nicht bekommen. Und ich denke so, scheiße, nicht, dass es ein Scam-Verein ist. Ich glaube, er war selber auch mit anderen Gewinnern. Nicht, dass das ein Scam-Verein ist. Connected und die haben auch ihre Gewinne nicht bekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, scheiße. Ich hätte es nicht erwartet, aber das war einfach so ein dummer Scammer-Verein. Und ich habe denen auch gesagt, Diggi, es tut mir sowas von leid. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, geh zur Polizei, zeig dir an. Und ich hoffe, du bekommst irgendwie eine Entschädigung oder die werden irgendwie... War ein Scammer-Verein, aber er hat trotzdem seine Auszahlung vom Placement bekommen. Und er ist so reich. Mit einer GmbH-Rechnung, bliblablub, mit allem drum und dran. Aber Scammer-Verein. Er ist einfach Rapper geworden. Ja, das auch. Verdonnert oder sonst was, ne? Weil das ist einfach eine mega scheiß Geschichte. Und klar, ich wurde am Ende auch gecrapst. Es wurde mit meiner Reichweite gespielt. Plus, wahrscheinlich haben sie auch das versprochene Geld mir gegeben. Nö, haben sie halt eben nicht. Interessant. Wieso haben sie es dann gemacht? Das hinterfragst du nicht und kümmerst dich dann auch ein Jahr lang nicht darum, irgendwie mit den Gewinnern dann Kontakt aufzunehmen. Oder zumindest irgendjemandem Bescheid zu geben, bevor Mimi so ein Video raushauen muss. Einfach von dir aus irgendwem Bescheid geben. Ey Leute, ich wurde gescammt. Wir alle wurden gescammt. Sorry, das Gewinnspiel war fake. Lasst uns da alle zusammen Anzeige erstatten, wie auch immer. Aber warum denn dann verschweigen und vertuschen, wenn er doch genauso gescammt wurde? Ich an seiner Stelle hätte dann doch direkt offen kommuniziert, ey Leute, ich wurde ja mitgescammt, weil ich habe ein Gewinnspiel promotet, aber ich habe das versprochene Geld nicht dafür bekommen. Ich wurde ja auch abgezockt in der Situation. Hä? Ergibt dann doch Sinn, das offen zu kommunizieren? Warum dann diese Vertuschung, wenn doch alles clean war? Das heißt... Ich habe den IDR auch geschrieben, dass er den anderen schreiben soll. Wie gesagt, dass sie alle. Also der eine Gewinner soll sich bei den anderen Gewinnern melden. Hä? Bei der Polizei wenden sollen. Man muss aber auch sagen, wäre auch echt besser. Meld du dich doch bei der Polizei, du wurdest doch auch gescammt. Gewesen, wenn ich einfach selber einen persönlich geschrieben hätte. Ja. So, nach dieser Story kristallisiert sich auch ganz glasklar, ne? Nicht Entschuldigung, sondern es wäre besser gewesen. Wer war jetzt der Scammer? Wer war vertragsbrüchig, hat sein Wort nicht gehalten? Wer war überhaupt in der Verantwortung, die ganzen Gewinne loszuschicken? Wer hat die hundertprozentige Verantwortung? Ganz klar, diese Firma Level Up Germany. Und jetzt muss man auch sagen, wem... Ja, aber wer war der Veranstalter? Das ist ja die Sache. Wenn du der Ansprechpartner bist für alle Leute, dann bist ja du der Veranstalter des Gewinnspiels in deren Augen. Ja, weil du connectest alle, du managst das. Schwierig, da ist auf jeden Fall eine Teilschuld. Aber da müsste man dann nochmal vom Solmecke sich auf jeden Fall... Der hat ein Video dazu gemacht. Ja, sehr schön. Da könnt ihr dann reingucken, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Aber guck mal beim Solmecke rein, ich habe die erste Minute gesehen oder so. Da wird das Safe das auch nochmal... mal abschätzen, aber ich gehe schwer davon aus, dass Rare Team mindestens eine Teilschuld hat, wenn nicht wirklich eine volle Schuld. Was gehst du denn die ganze Zeit mit du an? Ich hatte ihn jetzt die ganze Zeit mit du angesprochen, weil ich weiß nicht, wie in dem Moment, ich habe mich gerade so angesprochen, er guckt mir so tief in meine Seele. Ja, stimmt. Er guckt auch so von oben auf dich hinab. Ja, ja, richtig. Ich bete ihn gerade richtig an mit seiner mächtigen, dominanten Statur. Deswegen, ja. Jetzt hier als den Bösewichten darzustellen und die ganze negative Energie, auf wem richtet er sie? Ja, auf Red. Man muss halt aber sagen, es ist unstreitbar, die haben die Scheiße gebaut. Die haben komplett die Scheiße gebaut und... Jedes Mal. Ich bin unschuldig, die anderen sind die Bösen. Warum ist das so schwer, sich einfach zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten für seine Fehler? Warum ist das so schwer? Guck mal, Philly hat auch so recht. Mattis Rat befolgen, einfach mal Verantwortung übernehmen. Warum immer dieses Kindergarten-er-hat-angefangen-Ding? Warum nicht einfach mal die Eier in der Hose haben und sagen, ey, ich hab's verkackt. Es tut mir leid, ich habe es verkackt. Und ich möchte es wieder gut machen. Ich weiß, das ist jetzt hier vielleicht nicht so... Gut, eigentlich, wenn er Multimillionär ist, wird es ihm nicht wehtun, eine PS5 zu verschenken. Aber ich will euch wenigstens auf Ehre, um euch zu zeigen, es tut mir leid, wenigstens die Gewinner kriegen eine 50 Euro Amazon-Gutschein oder whatever. Irgendeine kleine Geste, um zu zeigen, ich habe verkackt, mir tut es leid, ich war dumm, ich habe mich übers Ohr hauen lassen, ich übernehme die Verantwortung dafür, ich bitte um Verzeihung. Ist das so schwer? Ich habe das gerade in einer halben Minute rausgehauen. Ist das so schwer, das einfach mal ehrlich zu sagen? Warum immer dieses, na, alle anderen sind schuld? Es nervt mich. Mein Blutdruck, Alter. Und nicht nur die 10 Gewinner, sondern ich wollte auch... Hey. Hi.
gecrackt und ich wurde auch verarscht. Aber dass man mich dann versucht, dann als den Bösewichten darzustellen, der... Ja, woher sollen wir das denn wissen, wenn es nirgendwo öffentlich von dir gesagt wurde, Red? Natürlich gehen alle erstmal davon aus, dass... Ja, ja. Natürlich gehen alle davon aus, dass er der Scammer ist, wenn er es nicht offen kommuniziert. Guck mal, die Aussage jetzt wieder. Ich wurde auch verarscht, aber dass man mich dann versucht, dann als den Bösewichten darzustellen... Was heißt versucht? Du hast ein Gewinnspiel veranstaltet, niemand hat die Gewinne bekommen. Natürlich richtet man sich dann an dich. Wenn du nicht offen kommunizierst, Leute, ich wurde mitgescannt, es ist so dumm. Also, die letzten 3 Minuten sind durch das Dümmste, was ich dieses... Ja gut, die ersten 3 Minuten waren auch nicht besser. Ich genieße jetzt einfach nur noch. Der Anfang war auch nicht besser vom Video. Das macht so eine Krawatte, Digga. Der hat eine Scheiße gebaut, der dann angeblich gescampt hat. Das ist so dumm. Nee, das nicht, Apo. Das nicht. Aber er kann schnell reden. Ja, das stimmt. Er kann sehr schnell reden. Ja, das muss man auch können erstmal. Leute abgezogen, wo ich meine privaten Sachen verkauft habe. Digga, ich habe irgendwie 500 Sachen von mir verkauft. Ne? Also ja, und alle 500 müssen dann noch ankommen. Wenn nur eine nicht ankommt, wurde diese Person betrogen von dir. Es ist so. Jetzt sag doch nicht, bei 500 Leuten habe ich 490 verschickt und die anderen 10 habe ich abgezockt. Dann sind diese 10 von dir abgezockt worden. Dass er damit jetzt schon wieder anfängt. Also jetzt von meinem Personal Stuff, ne? Über Kleiderkreisel, über eBay Kleinanzeigen, ne? Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5 gefühlt, ne? Also kann ich mal hier kurz einblenden. Wahrscheinlich... Kann man nicht kaufen. Hat doch niemals ein Unternehmen eine Sternebewertung gekauft. Ist noch nie passiert. Bin ich jetzt hier irgendwo auf Scammer unterwegs? Also ich... Willenskraft. Wurde schon 100 Mal gefühlt gescampt. Aber dass man wieder versucht, ja, hier, Red, hier, du bist da ein Scammer, etc. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Ich hab's nie... Sie steht überall Willenskraft. Was heißt denn Willenskraft? Das hatte er gesagt, er war in einem Boxkampf und er hat gewonnen. Und als er gefragt wurde, was war dein Geheimnis, hat er gesagt, Willenskraft. Willenskraft. Achso. Aber das Ding ist, das ist jetzt wieder ein sehr, 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 sehr schlechtes Argument. Er sagt, mir wird vorgeworfen, ich habe Leute gescampt über meine Shops. Sein Gegenargument ist, guck mal hier, ich habe 5-Sterne-Bewertungen. Aber das ist kein Beweis dafür oder kein Gegenargument für die These, du hast Leute abgezockt. Dann sag doch lieber, ey, ich kann es euch beweisen, denn hier ist die DHL-Sendenummer. Das hast du als Verkäufer. Ich bin selbst Verkäufer. Wenn du einen Artikel versendest, dann bekommst du von allen eine DHL-Tracking-Nummer, wenn du es vernünftig verschickst mit Versicherung etc. und nicht einfach nur alles im Briefumschlag machst. Also wenn du es vernünftig verschickst, hast du diese Übersicht und wenn du ein Versandteam hast, das bewahrt das auch erstmal für eine Zeit lang auf, diese Sendungsnummern. Also du könntest jetzt auch einfach nachgucken, existieren Versanddaten für die Person, die gescampt wurde oder nicht. Das wäre ein Gegenbeweis. Aber doch nicht, guck mal, aber ganz andere, nicht die, die mich kritisieren, sondern ganz andere, Digga, die haben mir 5 Sterne gegeben, Digga. Und deswegen, Digga, okay, vergesst das jetzt nicht, Leute, das kommt jetzt sehr gefährlich, Digga. Deswegen, das dürft ihr jetzt nicht vergessen, ekelhaft, diese Masche, Digga, dass der Ehrenbruder Ehrenred jetzt hier deswegen gehopst wird, Leute. Ich wurde doch selber gehopst. Das ist so, als würdest du sagen, wenn jemand dein Nudelgericht kritisiert, das du gekocht hast, hä? Stimmt doch gar nicht. Aber der Nachtisch war doch super lecker. Richtig, richtig. Also, korrekt. Es ergibt einfach keinen Sinn, so ein Gegenargument zu bringen, was einfach keins ist. Ja. Nötig gehabt, da irgendjemanden zu scammen wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen. Natürlich hast du das nötig. Du hast Insolvenz angemeldet. Wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, dann war es auch nie absichtlich, okay? Ich sehe... Was war das denn jetzt? Und wenn mir dann Fehler passiert ist, war keine Absicht. Aber... Ich hoffe wirklich jetzt nicht irgendwie in einer Rechtfertigung, dass ich jetzt irgendwo ein Scammer bin oder sonst was. Es ist so... Nee, das ist gar keine 7 Minuten 25 Rechtfertigung bisher. Nee. So dumm und es ist so lost, Freunde. Das stimmt. Wir starten jetzt mit den normalen Vlog, Freunde. Wir gehen jetzt raus mit Stalingrad was essen. Ja, und ich würde sagen, let's go. Okay. Und jetzt ist der halt plötzlich so in dem Burgerladen. Was ist das? Hey Leute, ich begehe Steuerbetrug und bin kein Scammer, weil meine Kartoffeln schmecken gut. Jetzt gehen wir erstmal raus was essen. So. Und jetzt, Leute, kommt sehr gefährlich. Sehr geil. Dieser andere Burger. Starker Cut auf jeden Fall. Also wirklich, er isst jetzt. American Dressing Chicken. Also jetzt bin ich richtig verwirrt. Was ist das denn für ein sehr Video? Ich stell dir mal vor, das wird bei so einer Gerichtsanhörung so gezeigt, das komplette Video. Ja. Aber dann guckt der ganze Gerichtssaal dem so. Aber das ist dann ja auch ein Gericht. Das ist dann ja ein Gericht im Gericht. Das Gerichtsgericht. Mhm. Genau. Ja, also Quintessenz dieses Videos ist für mich, rechtlich gesehen, ich kann es nicht einschätzen, ich bin kein Anwalt, schaut auf mir beim Solmecke vorbei, da hat er, denke ich mal, eine ganz gute Analyse gemacht zu. Aber prinzipiell, ich glaube, das Statement kann man mit einem Wort zusammenfassen, das da lautet Dunning-Kruger
Effekt. Also es ist immer sehr erschreckend zu sehen, wenn Leute sich ihr eigenes Grab schaufeln und sich richtig selbst einfach ins Bein schießen und sich dabei auch noch so schlau fühlen, während sie so dumm sind. Lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Achso, Leo hat auch Kanäle und so. Links in der Videobeschreibung. So Leute, wenn ihr jetzt noch Bock auf ein anderes Video habt, dann klickt einfach auf das Video hier. Das ist das letzte Challenge-Video, Digga. Da war einfach der Leo und die Roxy und der Tobi Bergi auch noch am Start, Digga. Also klickt einfach rein und viel Spaß dort.